Hallo und herzlich willkommen zu einem typischen Quarantäneessen. Es gibt Vollkornnudeln. Okay, das ist jetzt nicht typisch Quarantäne, weil irgendwie es überall noch Vollkornnudeln gibt, nur halt die normalen nicht mehr. Dann habe ich eine selbstgemachte Tomatensauce gemacht aus Tomatenmark, Butter, Mehl, Wasser und Gewürzen. Und dazu gibt es ein Spiegelei, was keins mehr ist, mit Champignons aus der Dose. Sieht nicht geil aus, weiß ich auch nicht, ob es schmeckt. Ich esse das auch einzeln. Eigentlich wollte ich was ganz anderes machen, aber ich habe ja nicht eingekauft. So, es ist sehr spät, ich glaube 11:30 Uhr. Und da ja die Quarantäne im Zeichen des Essens steht, ich hatte ein kleines Hüngerchen, wo ich echt sagen muss, dass ich heute relativ gesund gegessen habe. Das ist ein Salat aus roten Paprika, Tomate, Thunfisch und roten Bohnen. Das Ganze sehr scharf gewürzt mit Chili, weißem Pfeffer und Paprikapulver. Genau. Bisschen Öl drüber, fertig. Und das esse ich jetzt noch. Wahrscheinlich nicht alles, obwohl, naja, wir werden sehen. Den Salat müsstet ihr im Übrigen schon kennen, weil ich den nämlich schon von Anfang an mache, also schon seit 2008 ungefähr. Vorher noch, wenn ihr die ganz, ganz alten Food Diaries noch kennt, dann schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare oder auch seit wann ihr schon diese Art von Videos guckt. Würde mich mal interessieren. So, heute ist Restetag. Es gibt nämlich die restlichen Nudeln. Könnt ihr euch vielleicht noch daran erinnern? Da habe ich jetzt Schafskäse drauf geschnippelt. Und dazu gibt es ein Paket, ja, so Tiefkühl-Mischgemüse. Und da habe ich jetzt noch eine frische Paprika und die letzte Tomate reingeschnibbelt. Und das wird das heutige Abendessen. Lecker, so sieht das dann aus, wenn es fertig ist. Guten Morgen. Ich habe zwar eigentlich vorgehabt, mein Frühstücksporridge-Gedöns nicht mehr zu zeigen, aber heute sieht es einfach mal anders aus. Ich habe das genauso gemacht wie sonst auch. Ich habe diesmal nur Banane und Blaubeeren aus der Tiefkühltruhe reingeschmissen. Und deswegen sieht es anders aus und ich fand es optisch ganz nett. Dann habe ich Mittag schon mal vorbereitet, also quasi der Rest von gestern. Habt ihr ja schon gesehen, habe ich ja schon erklärt. Und das ist heute mein Arbeitsessen, also quasi Frühstück und Mittag. Was es heute Abend gibt, habe ich ehrlich gesagt noch überhaupt gar keine Ahnung. 19 Uhr. Es gibt Grillen. Also, grüß euch. Lecker. So, heute gibt es Pfannkuchen mit Schinken, Käse, Tzatziki und Schinken und Käse und. Ich weiß zwar nicht, ob das so aussehen muss, aber ich mache gerade einen Kuchen. Also ich bin gespannt. Das ist so ein Mikrowellenkuchen. Und statt in der Tasse habe ich den jetzt auf den Teller gemacht, weil ich die doppelte Menge gemacht habe. Aber ich glaube, der explodiert mir gleich. Obwohl, ich muss jetzt. Muss jetzt sagen, sieht jetzt gar nicht so schlecht aus, ne? Ja. Ich denke mal, man könnte es so essen. Also das ist ein Schokokuchen, falls man es jetzt nicht sehen sollte. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Es gibt wieder mal Haferflocken mit Chunkies. Allerdings habe ich jetzt diesmal wirklich kein Obst mehr. Beziehungsweise ich habe da jetzt Kokos und weiße Schokolade reingemischt. Ich finde, da passt jetzt kein Apfel rein. Apfel ist nämlich das Einzige, was ich noch habe. Und dazu gibt es einen Kaffee. Und wir genießen jetzt so ein bisschen die Sonne. Und danach geht es zum Wandern. Heute ist nämlich Sonntag. Ja, und ich wünsche einen wunderschönen Tag. Verfahren, die wir eingeleitet haben, haben wir den niedrigsten Streitwert angesetzt, den es überhaupt gibt.